Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Wie versprochen, schauen wir uns endlich den Audi R7 Sportback an und ich würde auch sagen, wir verlieren keine weitere Zeit und machen gleich mal eine kleine Probefahrt in der Serie mit dem Fahrzeug. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie er sich so fahren lässt, vor allem dann auch im getunten Zustand, denn die letzten beiden Fahrzeuge, die wir uns angeguckt haben, fuhren sich im ja, Maximalzustand oder Maximaltuning-Zustand nicht so geil, aber wir haben es auf jeden Fall fahrbar hinbekommen, deswegen bin ich da auch zuversichtlich, dass wir das im schlimmsten Fall auch hier hinbekommen. Und jetzt vom Sound her klingt es doch ziemlich authentisch. Auch wenn ich letztes Mal in der letzten Folge mit dem Stratos ja was dazu gesagt habe, dass halt eben in der Q2 die Sounds in der Regel nicht immer on point sind. So würde ich jetzt hier aber mal die steile These wagen. Das klingt schon ganz authentisch. Für die Q2 Verhältnisse, ne? Das muss man natürlich dazu sagen. Mit Real Life ist es immer schwierig, den Vergleich zu ziehen. Das Nachblubbern ist halt geil, aber das habe ich auch schon gesagt. Das haben sie in den letzten Fahrzeugen immer ganz cool hinbekommen. Er pfurzt ganz gut. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach einen kleinen Soundcheck. Hören wir einfach direkt rein in der Folge. Muss ich dir nicht vorenthalten. Dementsprechend halte ich die Klappe, drehe den Spielsonnen voll auf und viel Spaß. Ich glaube, wir brechen dann den Soundcheck hier mal kurz ab. Wir haben verloren. Ja? Haben wir verloren? Ich glaube, wir haben verloren. Ne, brechen wir das einfach kurz hier ab. Da das ist halt immer so ein bisschen das Leid von diesem Spiel, von den, so einem Online-Spiel-Modus. Aber gut, solange uns jetzt nicht in die Karre die ganze Zeit fährt. Ja, brechen wir das Ganze hier ab. Ich finde, man kann es auf jeden Fall anhören. Ja, ich würde sagen, wir kommen auch gleich zum Tuning. Und steigen wir aber vielleicht direkt wieder beim Performance-Tuning ein. Wie schon beim letzten Mal. Gucken wir einfach mal, was wir da so rausgekitzelt bekommen. Ja, Nitro-Mischer-Teile habe ich halt einfach nicht. Werde es nie haben. Zumindest mal nicht in der Street-Racing-Klasse. Schande über meine Haupte. So. Dann, das hier. Jetzt schon, also 896 PS ist auf jeden Fall ordentlich für so ein Fahrzeug, aber auch nicht unrealistisch, würde ich jetzt sagen, für ein R7. Also das könnte schon drinstecken. So, mal gucken wir sonst noch, was wir anpassen können. Mit Farben müssen wir, glaube ich, nichts groß dazu sagen. 1000 Grautöne und Schwarztöne. Ja, was er halt auf jeden Fall hat, ist halt diese... Ja, diese matte Alu-Optik. Also er hat nicht dieses Optikpaket schwarz, aber beim R3 konnten wir es ja nachrüsten und ich denke mal, das können wir hier auch. Und ich muss auch sagen, es sieht auch so viel besser aus mit dem schwarzen Optikpaket. Alleine hinten schon, ne? Diese hintergeschwungene, keine Ahnung, was es sein soll, Zierleiste, nenne ich es jetzt mal beim Diffusor.
Das muss schwarz sein, ja. Das kannst du nicht so in dieser Alu-Optik lassen. Also höchstens, wenn du halt ein silbernes Fahrzeug hast oder so, aber ja. Egal, auf jeden Fall Motorhaube in, lass mich raten, Carbon. War klar. das sieht aber, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Auch wenn dieses Mittelstück jetzt nicht ganz so krass sein muss, aber so ansonsten finde ich es gar nicht so verkehrt. Gucken wir mal weiter. So, was haben wir noch? Getönte Scheinwerfer. Dann die ja, entsprechenden Stellen, die ich gemeint habe, in Carbon-Optik. Okay, größerer Splitter unten in Carbon. Okay, das sieht schon übel aus. Das sieht richtig übel aus. Okay, das sieht noch übler aus. Alter, jedes Mal noch einmal eine krassere Steigerung. Alter, das ist ja richtig evil. Guck mal, so. Ich meine, der R7 sieht ja so schon, hat schon so einen pissigen Blick, so, aber. Das ist schon so. Okay, da springen wir fast die Augen raus, ey, vom Zusammendrücken. Klingt komisch, ist aber so. Also, das ist schon crazy. Ich glaube, da muss man gar nicht lange überlegen, oder? Also ganz ehrlich, bei der Optik, da sieht ja selbst der Abt R7R zahm dagegen aus jetzt. Oder? Also ohne Witz. Also, okay. Ja, überlege ich nicht lang, das kommt direkt drauf. So, Kotflügel kann man auch nochmal breiter machen, okay. Ja, das weiß ich jetzt noch nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Aber ich glaube schon, weil sonst passt es zum Rest des Dings nicht. Aber wir gucken trotzdem mal weiter. Felgen gibt's auch. Herstellerfelgen, okay. Wobei, wenn wir das so krass optisch tunen, werden wir wahrscheinlich sowieso nicht mit den Herstellerfelgen gehen, sondern dann eigene irgendwie suchen. Aber okay, gibt auf jeden Fall eine schöne Auswahl, gefällt mir. So, das gibt es dann auch mit Carbon. Ist auch so mehr so eine matte Carbon-Optik. Also ich finde, die Carbon-Textur bei dem hier ist eine andere, wie wir sonst bei Fahrzeugen hatten. Könnte mich jetzt auch täuschen, aber ich finde schon. Also gerade jetzt hier bei der Motorhaube. Weiß ich nicht, ob das auf YouTube so rüberkommt, aber die es selber gespielt haben. Ich finde, das ist so eine Matt-Carbon-Optik. Ist schon ein bisschen anders als das, was wir sonst so hatten bis jetzt. Finde ich zumindest. Aber okay. Ja, Außenspiegel, würde ich sagen, überlege ich jetzt auch nicht lang. Machen wir auch gleich schon dran. Seitenschweller. Guck mal, hier ist jetzt quasi Optikpaket schwarz schon. Und dann, ja, okay, mit Carbon. Dann nochmal mit dem zusätzlichen Splitter, komplett Carbon. Oder dann so. Ja, dann müssen wir schon das machen, damit es zum Kit passt. Aber wir gucken sie jetzt trotzdem erstmal alles durch. Auch hier schön breit. Hey, das sieht halt so angeklebt aus. Das gefällt mir halt jetzt wiederum nicht so, muss ich sagen. Aber okay, wir gucken mal. Heckspoiler. Das ist jetzt einfach auch noch Optikpaket schwarz. Dann schöner kleiner Spoiler. Und Carbondach. Okay, nice. Ah, ja, aber nee. Nee. Also, ich glaube, ich werde nicht alles dran machen. Okay, in Wagenfarbe ist natürlich auch nochmal eine andere Idee. Das ist natürlich auch cool. Das ist jetzt mal ein Diffusor. Okay, ja, also wir gehen es nochmal von vorne durch. Motorhaube, schätze ich mal, gehen wir nicht mit komplett Carbon. Ich glaube, dann machen wir das hier. Dann das haben wir ja schon installiert. Dann ich glaube, kotflügeltechnisch, auch wenn das da vorne so ein bisschen rausguckt dann. Aber ich glaube, mir gefällt diese Verbreiterung nicht. Die sieht wie ein Fremdkörper aus, finde ich. Ne, die mache ich einfach nicht. Auch wenn das da vorne jetzt ein bisschen raussteht, der Sideflap, nenne ich es jetzt einmal mal. Ne, mache ich einfach nicht. Felgen. Ja, die komplett schwarzen Audi-Felgen würden gehen, aber jetzt gucken wir mal, ob wir da noch was anderes Cooles finden. Ja, sowas mit Zentralverschluss wäre natürlich eine Option. Aber da gibt es bestimmt auch noch andere Felgen. Wir haben ja in der letzten Folge mit dem Lancia Stratos eigentlich alle Felgen durchgeguckt, aber ich habe da jetzt nichts mehr im Kopf, was irgendwie zu dem hier passen würde. Boah, das wäre eigentlich auch ganz sick. Für so ein bisschen Tuner-Kiste. 41, merken wir uns mal. Ups. Ja, das würde zum Style natürlich auch passen, aber das auch. Ja,
Könnte ich mir jetzt auch vorstellen auf dem Fahrzeug. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also 66 merken wir uns auch mal. Ah, ja und nein. Okay, wir gucken nochmal. Das sind die. Die fände ich jetzt auch nicht verkehrt. Wäre ein bisschen filigraner. Uns andere war 41, ne? Wäre halt dann mehr so. Aber ich glaube fast zum Rest. Ne, ich glaube, ich nehme das. Könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar schreiben, was ihr jetzt entschieden hättet. Lieber die 41er oder die 66er oder eine andere Felge. Ich nehme die mal. Die machen wir auch schon mal schön dunkel auf jeden Fall. So. Beckengröße, gute Frage. Zu groß würde ich es nicht machen wollen, aber zu klein auch nicht bei so einem riesen Oschi-Fahrzeug. Aber ich mach mal oder so. Ne, machen wir so. Passt schon. So. Drauf da. Bremssattel und so weiter, Farbe. Gucken wir gleich noch. Spiegel haben wir schon. Seitenschweller. Ja, das passt jetzt halt natürlich nicht, wenn ich hinten die breite Ding nicht mache. Dann machen wir eher die Geschichte hier. Oder? Die wäre natürlich auch noch eine Option, aber nee. Wenn man das schon so, das ist okay. Upsala. Wie gesagt, die Kotflügel, ich finde sie, es passt nicht. Also an sich, ein paar coole Elemente sind dabei, aber ich finde, nee, ich weiß nicht, gefällt mir nicht so. So, und Heckspoiler, auch das ist too much. Deswegen, das finde ich cool. So, mit Carbon-Dach, Carbon-Flügel nochmal so, einen fest montierten Flügel, finde ich nice. Ja, und hinten, da können wir schon die Voll-in-die-Fresse-Variante machen. Also das ist ja ultra sick. Also auch das würde gehen, finde ich. Aber das ist natürlich... Das ist mächtig. Das sieht schon... Also wie gesagt, da sieht ja der Abt R7R schon dagegen zahm aus. Ja, farbentechnisch gucken wir mal. Ich glaube, ich mix mir was selber zusammen. Wenn das so ein Silber wäre, hätte natürlich auch was. Bin echt geneigt, so ähnlich wie den Panamera, den wir gemacht haben, mit so einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, so ein Military Green oder so ein Navy Green oder so, keine Ahnung. Oder halt was richtig Giftiges, so ein Giftgrün oder so, würde ich natürlich auch feiern. Wir gucken einfach mal. Na, wenn ich jetzt so ein Giftgrün machen würde, würde auf jeden Fall auffallen, würde auf jeden Fall scheppern. Also Textmarkerfarbe hätte auch mal was. Ein Gelb haben wir halt schon den RS3 gemacht. Ne? Wäre halt vom Kontrast cool, ne? Mit diesen schwarzen Elementen. Würde halt richtig geil stechen. Aber jetzt überlegt mal mit so einem... Ah, das ist schon fast zu dunkel jetzt hier. So ein Tick, das ist ein Ticken heller. Aber hier können wir ja mischen, oder? Ja, hier können wir mischen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier ein bisschen heller mache... Beziehungsweise wir gehen, Mama, wir gehen mal mit... Nicht mit Metallic-Farben. Chrom, matt... Eloxiert. Oh, eloxiert wäre auch, glaube ich, eine Option. So, und dann ein bisschen heller. Da kommt halt das Carbon überhaupt nicht mehr rüber. Das geht halt ein bisschen flöten. Und ich kriege den Farbton jetzt, glaube ich, auch nicht so hin. Ich müsste, glaube ich, wahrscheinlich extrem entsättigen, um den Farbton so ungefähr hinzukriegen. Ich meine. Ich hätte sogar noch mehr so. Ja, würde halt schon böse aussehen, ne? Also ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine, aber ich glaube, es scheppert dann nicht so. Deswegen vielleicht dann doch eher. Das ist halt auch eine geile Farbkombi, ne? Ah, das hätte auch was. Mann! Und das sind die wirklich offiziellen Farben. Ja, matt, weiß ich nicht. Ne, matt glaube ich nicht. Guck mal, Metallic. Oh ja, nicht, oder?
Aber das muss man schon wollen bei einem RS7, so eine Farbe, oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Ich war mir eigentlich gerade noch so ein bisschen sicherer, aber sowas wäre natürlich auch mal geil. So eine Farbe. Mit Grün irgendwie hätte es was. Muss ja nicht Giftgrün sein. Sowas aber, so trotzdem was Helles. Da muss man schon mutig sein, wie gesagt, für die Farbe. Aber sowas Blaues wäre natürlich auch eine Option. Ah, das scheppert auch gut. Ah, das scheppert auch geil. Ah, ich weiß es nicht, Leute. Ah! Tut mir gerade schwer. Ne, das ist zu hell. Aber das oder das? Das ist zu dunkel. So dunkles Ding will ich gar nicht. Sowas fände ich eigentlich ganz geil, glaube ich. Ich glaube, ich nehme das jetzt, komm. Es ist egal. Morgen, wenn ich es morgen entscheiden müsste, würde ich es mir schon wieder anders machen. Kenn mich doch. So, dann, genau. Bremse müssen wir noch machen. Bremszettel. Da wäre halt auch geil, wenn wir ein bisschen einfärben könnten. Hier würde jetzt so eine güldene Geschichte halt richtig geil aussehen. Ja, grün nicht. Das ist zu gelblich. Ach so, aber ich weiß nicht, ob wir da so eine gelbe wollen. Oder macht man dann eher echt eine rote hin? Als Kontrast. Machen wir so, das passt schon. So, dann Innenraum. Da würde ich natürlich sagen, dann gehen wir auch wieder mit dem Blau. Aber da machen wir nur die Nähte. Also quasi die letzte Option, hätte ich gesagt. Oh, nee. Die letzte Option. Material machen wir. Ich erkenne es fast gar nicht hier. Das ist Alcantara. Und da machen wir Carbon, das passt. Ja, schade, dass wir so am Türrahmen entlang quasi das Optikpaket schwarz nicht nachrüsten können. Aber ja, das sieht doch eigentlich ganz geil aus. Also mir gefällt er ganz gut. So, Reifen kennen wir schon das Spiel, aber ich glaube, da werden wir jetzt nicht groß wieder bessere finden. Ich glaube, die Reifen, die ich immer drauf mache, sind eh dann die schon drauf waren. Also ist die mit diesem Band, aber das passt schon. Sind die hier breiter? Doch, die könnten breiter sein, ne? Ja, die hier machen wir. Rauch, keine Plan. Aber das mit dem Nitro fand ich letztes Mal eigentlich gar nicht schlecht. Das ist das Blauer Geist. Guck mal, was wir da noch so haben. Da gibt's ja richtig Verrückte noch. Ich habe mir das nie richtig angeguckt, ey. Komm ich früh drauf, ne? Was ist das? Das sieht ein bisschen abgespaced aus. Schockwelle. Petrol. Mit so einem richtig viel Smoke hinten raus. Wasserspritzer, ne? Das sieht ja auch crazy aus. Ich mach das mal. Unterbodenbeleuchtung machen wir nicht. Tönung machen wir aber schon eine drauf. Der Rest brauchen wir nicht. Ja, also mir gefällt er ganz gut. Sieht schon böse aus. Er hat schon Evil Knievel. Ist schon Evil Knievel. So, im Vergleich zum RS5, den wir mal aufgebaut haben, ist der ja zahm dagegen. Sag mal, damit kann man sich blicken lassen. Ja, doch, so ein Blau ist okay. Wer sich fährt. Er hat auch dieses leicht Slider, aber er bleibt immerhin ein bisschen stabiler, aber wir passen das trotzdem schon mal direkt an. Profi-Einstellungen. Sprich, wir gehen hier ein bisschen zurück. Die Verteilung ist, glaube ich, okay. Dann machen wir hier wieder Stabi. Und vorne einfach ein bisschen so. Radsturz so. Federweg. Auch hier so ein bisschen weicher den Spaß. Mal, wie es fährt. Er liegt halt echt böse tief, ne? Also, lecko funny. Das ist ein richtig fettes Ding. Also der jetzt hier... Und dann der Panamera, den wir vor einer Weile angeguckt haben und auch aufgebaut haben. Also wenn du so zu einem Tuning-Treffen kommst mit den beiden, dann ziehst du auf jeden Fall die Blicke auf dich mit den fetten Limos.
wir mal sehen. Oh, das ist geil. Da kommt erstmal so ein bisschen Rauch. Und dann kommt erst die Flamme. Das ist cool. Okay, cool. Dann würde ich aber sagen, fahren wir auf jeden Fall nochmal 2 oder vielleicht sogar 3 Rennen. Und ja auch ein bisschen noch Renn-Action haben. Und wir haben ja gesehen, weil da hinten gibt es ja noch ein paar Events, die ich noch gar nicht groß gefahren bin. Ich habe ja immer noch was zu tun. Deswegen machen wir doch jetzt das jetzt einfach hier schon mal direkt. Ja, es war glaube ich, die richtige Entscheidung. Auch wenn die Dinger jetzt ein bisschen rausstehen unten. Aber ist ja nicht schlimm, nicht die Kotflügelverbreiterung gerade zu machen. Ich finde, das hätte zu verbastelt ausgesehen. Also ich meine, das ist schon krass verbastelt genug, wenn man es genau nimmt. Und ich glaube, die Felgen waren auch richtig. Ich finde, das passt richtig gut dazu vom Style. Zu schnell hier rein. Aua. Ja, letztens, als wir uns in RS3 angeguckt haben, habe ich ja euch gefragt bezüglich diesen, sag ich mal, Schnitzeljagd-Aufgaben, das als Livestream zu machen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat da groß niemand was dazu geschrieben in den Kommentaren. Deswegen da vielleicht auch nochmal was zu schreiben, ob ihr da Bock drauf überhaupt hättet. Und wenn das gar keiner sehen will, dann kann ich mir das auch sparen. Das ist halt so gemacht, so ein bisschen auch als Vorfreude und Vorbereitung auf Motorfest, so ein bisschen noch Zeit mit der Crew 2 verbringen. Aber wie gesagt, wenn da keiner Bock drauf hat, dann können wir das auch lassen. Ja, liegt aber schon gut, sehr ruhig vor allem. Schätze jetzt aber mal, Allrad hin oder her wird trotzdem halt nicht natürlich der Klassenprimus sein. In der Street Racing Klasse. Schätze ich jetzt mal. Man darf auch nicht vergessen, in der Street Race Klasse ist auch ein Audi R8 zum Beispiel. Oder ein Huracan. Also ein normaler Huracan. Performante wiederum haben sie, glaube ich, in die Hypercars gesteckt. Er schiebt ein bisschen beim Anbremsen, aber bringt ja auch ein bisschen Gewicht mit, ne? Und dann wären wir auch schon im Ziel. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch ein Rennen. So, Prost schon. Und dann soll es nämlich dann auch schon wieder gewesen sein. Deswegen jetzt schon mal vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du vorbeigeschaut hast. Ist ja nicht verständlich bei so einem alten Schinken wie The Crew 2. 5 Jahre The Crew 2 ist krass, ne? 5 Jahre. So. Sind nicht viele Spiele, die über so einen langen Zeitraum supportet werden. Müssen wir ja mal ehrlich sein. Also, natürlich gibt es Spiele, GTA zum Beispiel, ziemlich lang supported worden,
World of Warcraft und viele weitere, aber trotzdem, ich finde, es sind schon eher wenige. Und Rennspiele auch, also jetzt mal sowas wie iRacing und so außen vor genommen. Aber das ist schon... schon ordentlich. Und ich finde es auch krass, wie sie das halt auch hier supporten. Bis, ja, in Motorfest hinein, so, ne? Das ist schon cool. Feier ich. So. Ja, in San Francisco können wir jetzt schön unsere Federdämpfereinheit nochmal ein bisschen testen. Ja, untersteuern. Vielleicht habe ich ihn jetzt zu sehr auf Sicherheit ausgelegt. Kommt nämlich gar nicht mehr um die Kurve rum. Aber kriegen wir schon hin. Ja, aber auf jeden Fall an dieser Stelle, ich kann es noch immer wieder erwähnen, wenn die Folge dir Spaß gemacht hat bis zu diesem Zeitpunkt, dich unterhalten hat, dann sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Das hilft im Kampf gegen den YouTube-Algorithmus. Und natürlich auch sehr gerne Feedback in die Kommentare. Gerne vielleicht schreiben, wie du den R7 getuned hättest oder vielleicht auch hast. Ich denke mal, gerade bei solchen Aufbauten gibt es ja zig Möglichkeiten und vor allem zig unterschiedliche Geschmäcker. Und ich sag's ja auch immer wieder bei mir. Ja, bei mir ist es manchmal auch tagesformabhängig. An einem Tag finde ich das geil, an einem anderen Tag das. Oder an manchen Tagen habe ich Bock auf so eine richtig fette, verbastelte Kiste. Und manchmal habe ich halt gern schön dezent. Ja, ich glaube, mit den Profi-Einstellungen habe ich jetzt bei dem Fahrzeug eher verschlimmbessert. Ich glaube, ich hätte gar nicht so viel machen müssen. So ein Klick und dann wäre okay gewesen. Aber geil, wir kommen damit trotzdem klar. Mir passt das schon. So, das Rennen sieht auch von der Lichtstimmung eigentlich ganz cool aus. So in der Nacht mit nasser Straße und Beleuchtung. Das Rennen gerade davor sah optisch nicht so geil aus. Also sieht man mal, je nachdem. Macht halt Licht und Reflexion schon viel aus. Wankt er sich ganz schön auf hier. Aber immer wenn ich hier in San Francisco fahre, ne, muss ich mich immer an meine Kindheit zurückerinnern. Nicht, weil ich da in San Francisco war, sondern von Microsoft gab es ja Midtown Madness 2. Da war San Francisco quasi eine der beiden Städte. London und San Francisco konnte man da befahren. Ich habe das so gesuchtet als Kind, dieses Spiel. Im ersten Teil war man in Chicago unterwegs und eben im zweiten konnte man in London und in San Francisco unterwegs sein. Nee, ich habe das so gesuchtet, ne? Das war cool. Dritten habe ich nie gespielt. Gab es, glaube ich, auch nur für Xbox. Und ich hatte zu der Zeitpunkt keine Xbox. Ja, wer das kennt, schreibt es in die Kommentare. Das werden auf jeden Fall die ganz Jungen eher weniger kennen mit Town Madness. Aber cool. War auch schon so ein bisschen Open-World-Rennspiel-Style. Zumindest mal konnte man in der ganzen Stadt rumfahren. Das hatte was. Und es war halt eine richtige Stadt, keine fiktive. Und das war schon cool. Auch wenn es nicht 1:1-Scale war, aber war schon cool. Gut, aber damit sind wir jetzt am Ende angekommen der Folge. Ich würde mir auf jeden Fall sehr gerne noch den RS2 angucken, wenn er dann irgendwie kommt. Wenn da jemand was Genaues weiß, wie man den bekommt. Ob man den jetzt doch über diese Schnitzeljagden bekommt. Weil, ja, dann müssten wir die mal machen. Oder ob der so mal noch kommt, um ihn irgendwie zu kaufen, wie auch immer. Lasst mich auf jeden Fall wissen, wenn ihr da mehr wisst. Aber so oder so. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal raus an der Stelle. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.